Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer von Eichhorn, begrüßt Sie immer noch mit sehr angeschlagener Stimme ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 437. Eichhorn-Wanderung am Dienstag, dem 1. Juni 2023. Wir erleben es jedes Mal am 1. Januar, wir erleben es in jedem Monat einmal und wir erleben es eigentlich jeden Montag. Das alte Wort von Hermann Hesse hat immer Gültigkeit. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Alte lassen wir hinter uns, ganz egal, ob es ein begehrenswertes Geschehen war oder ein Geschehen, von dem wir Angst gehabt haben oder das wir nicht so gut gefunden haben und wir schreiten auf etwas Neues zu. Oder, wie Christa Kummer, um sie wieder einmal zu zitieren, es sagen würde, wir dürfen nie Angst vor Neuem haben. So freue ich mich heute sehr, heute am 1. Juni in einen neuen Abschnitt des Jahres 2021 zu gehen. Hier hinter mir sehen Sie eine Situation, wo Architekten, wo Menschen nicht Angst gehabt haben vor Neuem. Einerseits sehen wir hier ein Gebäude der 1970er, 80er Jahre. Hier hinten haben wir eine Fassade, die ganz eindeutig eine Bauhausprägung hat. Hier haben wir noch zwei wunderschöne Häuser aus der Gründerzeit und hier haben wir eines der seltenen, aber besonders schönen Beispiele für den Architekturstil des Backsteinexpressionismus hier aus den 20er Jahren in Wien. Ich befinde mich an der Ecke am Heumarkt, Liststraße und genieße dieses Kompendium von Architekturstilen aus über einem Jahrhundert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen neuen Start in den Juni, einen schönen 1. Juni und wandere ein bisschen durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte hier im 3. Wiener Gemeindebezirk.